Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wir sind Angstbox von Kaichon. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wir sind Angst von Kaichon, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das sechste Album der Band. Wir haben hier eine schwarze, quadratische, recht flache Box. Hier auf dem Cover in Rot ein riesengroßer Totenkopf abgebildet. Und hier oben lesen wir einmal den Namen der Band, Kaichon, und darunter den Albumtitel Wir sind Angst. Ansonsten auf der Seite hier schwarz, hier dann noch weiß Wir sind Angst. Auf der linken Seite dann der Bandname. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Tracklist, insgesamt 14 Tracks. Nummer 14 ein Bonustrack und dann haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode und das klassische Logo von Kaichon, das Blitzkreuz. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen und dann haben wir hier den Inhalt. So, als erstes haben wir hier eine Bonus-Vinyl, eine 7-Inch-Vinyl. Dann haben wir eine Schablone. Einen Flyer zum Kaichon Shop, einen Kunstdruck mit den 5 Unterschriften der Bandmitglieder und dann haben wir hier noch ein Hardcover Artbook und in diesem befindet sich dann auch das Album. Gut, die Box von innen in schwarz machen wir wieder zusammen und dann packen wir die mal zur Seite. Ebenso wie die restlichen Inhalte. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Buch, denn in diesem befindet sich ja entsprechend dann das Album, die CD. So, also wir haben hier kein Album im Digipack, Jewelcase oder sonst was, sondern wir haben hier ein Hardcover-Buch. Kaichon, Wir sind Angst, also rein so von der Optik exakt wie der Boxdeckel gestaltet. Auf der Seite lesen wir auch wieder den Albumtitel plus Bandnamen und auf der Rückseite wieder das Logo, das Blitzkreuz. Das Ganze erschienen über das Label 4Music und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier auf der allerersten Seite die CD mit eingearbeitet. Kommt hier in diesem Umschlag. Sieht so aus in schwarz, rot und weiß und die CD selbst ist auch schwarz eingefärbt. Also, das sieht echt gut aus. Dann schauen wir mal, dass wir die CD hier wieder reinmachen. Und wir haben nicht nur die Album-CD, sondern wir haben auch noch eine Instrumental-CD. Die befindet sich meines Wissens, genau, hier ist sie, auf der allerletzten Seite. Also auch hier wieder so ein Umschlag, in dem sich die CD befindet. Das sind die Instrumentals zum Album, hat man ja gerade in dem Bereich Rock oder wie in diesem Fall Metalcore, hat man ja recht selten. So sieht das aus. Also, das ist die Instrumentals-CD und die ist in Rot eingefärbt. Also, das ist von der Optik auch sehr gelungen. In meinen Augen packen wir auch die wieder zurück. So, und dann kommen wir zum Buch an sich. Natürlich starten wir hier von Anfang an. So, wir haben hier einerseits Fotos, also Artwork, aber wir haben natürlich auch Lyrics. Bedeutet hier zum Beispiel auf dieser Seite haben wir gleich 3 Tracks komplett erfasst. Das Artwork hier hauptsächlich in diesen Schwarz-Rot-Schwarz-Weiß-Kombinationen. Ziemlich heftig, das Artwork. Dann haben wir weitere Lyrics, also 3 weitere Tracks hier verfasst. So, 3 weitere Tracks, dann hier 2 Skelette, die hier scheinbar gerade innig miteinander stehen, auf einem Haufen von Schädeln. Heftige Bilder, weitere Tracks. Zum Abschluss gibt es dann noch ein Bandfoto, also alle 5 Herrschaften hier abgebildet.
Und hier geht es dann los mit dem Fototeil. Also der erste Teil war eben hier so Artwork und Lyrics. Und hier beginnt dann der Fototeil. Bedeutet, hier haben wir dann Fotos von Live-Auftritten, aber natürlich auch so hinter den Kulissen, Backstage, alles mögliche, Freizeitfotos, all das hier. Und die Fotos sind sowohl in Schwarz-Weiß als auch manche in Farbe, wie wir hier sehen können. Ja, das Hardcover-Buch hat meines Wissens so circa 100 Seiten, also ist echt dick und eine Menge Inhalt hier zum Durchblättern. Ich werde das Ganze jetzt hier mal etwas beschleunigen, also hier ein paar Seiten nochmal im Schnelldurchlauf. So sieht das aus. Ohne Ende Fotos. Okay. Und zum Abschluss, auf der letzten Seite hier, haben wir dann noch die Credits zum Album. Bedeutet, hier kann man nachlesen, wer hier an diesem Album mitgewirkt hat. Natürlich die 5 Jungs der Band, das ist klar. Gut, dann würde ich sagen, packen wir dieses Hardcover-Buch mal zur Seite. Neben den beiden CDs, neben Album-CD und Instrumental-CD, haben wir dann noch einen Bonusinhalt. Und zwar diese Bonus-Vinyl hier. Eine 7-Inch-Vinyl, die kommt hier in so einer Klarsichthülle. Die Vinyl an sich in Rot eingefärbt. Und wir haben hier zwei Album-Tracks drauf in Remix-Versionen. Also einmal hier der Track Dunkelherz im Remix von Eskimo Callboy. Und auf der Rückseite haben wir, sehen wir hier, den Track Neonblut remixed von Basti Basti. Ja, das soweit zu dieser Vinyl. Wie gesagt, 7-Inch, zwei Bonustracks hier mit drauf. Einmal auf der A-Seite, einmal auf der B-Seite. Dann haben wir diesen Flyer hier. Ich schätze mal, hier finden wir Merchandise. Ja, genau. Also, Merchandise der Band, beziehungsweise von Basti. Dann die Tourdaten. Die Tour war im Jahr 2015. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier eine Schablone. Es ist so eine Plastikschablone, quadratisch. Und noch erfüllt das Ganze nicht seinen Zweck, denn das Logo hier, das Blitzkreuz, ist hier noch fest. Ich glaube, man kann es hier sehen, genau. Man kann das dann entsprechend hier so raustrennen. Ich lasse es jetzt mal drin. Aber man kann es dann natürlich hier entsprechend rausdrücken. Dann hat man hier genau das Blitzkreuz frei. Und dann kann man das hier an irgendeine Oberfläche halten und dann mit einer Sprühdose oder mit einem dicken Marker entsprechend das Kreuz hier draufzeichnen. Ja, die Oberfläche ist natürlich euch überlassen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das hier. Es ist ein Kunstdruck in so einem ja, schwarz-dunkelgrau. Oben in so einer weißen Kreideoptik lesen wir den Bandnamen Cajon. Dann haben wir hier riesengroß wieder diesen roten Totenkopf. Der sieht echt mächtig aus. Und darunter auch wieder in dieser Kreideoptik. Also ich gehe mal davon aus, so weißer Buntstift oder es ist vielleicht sogar tatsächlich Kreide. Alle 5 Unterschriften. Also, hier haben alle 5 Jungs unterschrieben, von links nach rechts. So sieht das aus auf der Rückseite. Ja, das Ganze ist auch relativ dick. Also ist ein festerer Karton hier, dieser Kunstdruck. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Kunstdruck hier mit den 5 Unterschriften. Dann haben wir diese Schablone, diese, ja, ich würde mal sagen Sprühschablone mit diesem Blitzkreuz. Den Flyer zu Merchandise und Tourtickets. Die Bonus-Vinyl, die 7-Inch-Vinyl mit den beiden Remix-Tracks und natürlich das Artbook hier, das Hardcover-Buch mit der Album-CD und der Instrumental-CD zum Album mit je 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Wir sind Angst von Cajon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Cajon unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing.
Passt auf euch auf. Ciao.